Das Formula Student Team Raceyard ist erfolgreich in die Rennsaison gestartet. In der Schweiz hat es zwar leider noch nicht für die dynamischen Disziplinen gereicht, allerdings konnten sie dort den dritten Platz im Engineering Design Report belegen. Dabei muss das Team die Konstruktion des Autos vor Ingenieuren vorstellen und begründen. Unsere Felgen bzw. unsere Radgröße ist geschrumpft, dementsprechend aber auch alles, was sich innerhalb der Felge befindet, also das Getriebe, der Motor, der Achsschenkel und die Bremse, sind entsprechend auch auf eine Minimalgröße geschrumpft, damit sie in einen 10 Zoll oder entsprechend 10 Zoll Felge, auf einem 10 Zoll Felge passen. Das Ganze so zu miniaturisieren, so viel Leistung quasi aus so einem kleinen Package zu kriegen. Also wir haben im Endeffekt einen Motor, der in seinem Kern nicht viel größer ist als eine Faust. Und da, der generiert dann quasi 35 kW. Und das haben wir viermal. Darüber dann so viel Kraft auf die Straße zu kriegen, mit der extrem kleinen Bremse und das Fahrzeug aus sehr hohen Geschwindigkeiten dann noch schnell zum Stehen zu bekommen, entweder über Rekuperation oder eben über die mechanische Bremsung. Das ist schon das Highlight, ja. Bevor es losgeht und das Team auf die nächsten Events fährt, gibt es noch einiges zu tun. Ja, wir haben jetzt auch nur noch ein paar Tage, bis wir nach Ungarn fahren, nach FS East fahren. Testen. Einfach Testkilometer sammeln. Das ist im Endeffekt auch ein Prototypenfahrzeug, auch wenn man quasi auf einem gewissen Wissensstand aufbaut, verhält sich jedes Fahrzeug anders und damit muss man einfach Erfahrungswerte sammeln. Wir sind jetzt roundabout 90 Testkilometer bisher gefahren, hört sich erstmal nicht viel an, ist aber für uns schon sehr viel Zeit, in der wir checken können, welche Ausfälle haben wir im System, wo kann etwas kaputt gehen und einige Sachen konnten wir entsprechend auch schon reparieren, damit es nicht wieder auftritt und auch entsprechend anders bauen. Nach dem Event in Ungarn tritt das Team außerdem noch bei der Formula Student Germany am Nürburgring und in Spanien an. Wir drücken die Daumen und wünschen allzeit gute Fahrt.